Wo sind denn alle? Ist eine völlig unangebrachte Frage, denn sie sind alle hier und sitzen bei mir. Gleich werden sie sich verstecken. Ich freue mich drauf. Wo sind denn alle? Hey, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Guten Abend bei diesem fantastischen Rocket Beans TV. Abend, die drei habt ihr gerade schon gesehen. Die Profiler haben ihre Menschenkenntnis bewiesen. Jetzt müssen sie zeigen, ob sie sich auch gut verstecken können. Guten Abend. Hallo Florentin, freut mich, dich zu sehen. Hallo Lars. Ja, ihr doch, kennt siehst das. Du mich, ne? Ich sehe dich immer, wenn ich die Augen zumache. Das hat sich wirklich in meine Retina gebrannt. Ja, ihr kennt das Format. Wo sind denn alle? Die große RBTV-Versteckspiel-Supersause, in der diese vier Herren und Damen sich gleich verstecken werden in den uralten, legendären, historischen Gemäuern von Rocket Beans TV. Und ich habe die Ehre, sie suchen zu dürfen. Und natürlich sind sie dabei nicht inaktiv, sondern sie werden sich selber filmen auf Instagram. Jeder der vier ist live auf Instagram, wie zum Beispiel der Andreas hier, nicht wahr? Ja, genau. Ich habe jetzt seit neuestem einen Account, der nennt sich Linkstagram. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du Instagram kennst, aber da kann man quasi live gehen und alle Leute, die einem so folgen, könnten jetzt in dem Moment auf meinen Kanal gehen und mich dann gleich in meinem Versteck einfach ja ein bisschen verfolgen, gucken, ob du in der Nähe bist. Mhm. Genau. Das heißt, wir machen heute den Fifth Screen auf sozusagen. Das heißt, wir haben fünf Signale. Hier einmal seht ihr mich, wie ich durch die Gegend irre und dann diese vier Damen und Herren sind gleichzeitig online. Ihr habt natürlich die Aufgabe, die zu unterstützen. Das heißt, ihr könnt sie warnen, wenn ich näher komme und natürlich meine Flosse über die Wasseroberfläche hebe, könnt ihr sie schon ein bisschen vorwarnen. Ist das denn überhaupt nötig? Oder wir sind darauf angewiesen. Ihr seid darauf angewiesen. Aber ist das überhaupt nötig oder habt ihr Vertrauen in eure Versteckkünste? Johanna, wie gut bist du im Verstecken? Ich glaube, ich bin ganz gut im Verstecken. Ich habe mich extra unauffällig gekleidet heute. Mhm. Also von der weißen Wand wirst du mich nicht finden, das kann ich dir schon mal sagen. Und ansonsten kann ich mich sehr klein machen. Also ich bin sehr beweglich und kann mich in jede Ecke reinzwängen. Stimmt, sie ist wirklich sehr beweglich. Ja. Aber ich frage mich umgedreht, also es ist das erste Mal für dich als Sucher. Ja. Hast du das so verfolgt? Du läufst ja meist immer nur von Studio zu Studio, ne? Mr. On Air, Mr. Always Live. Kennst du so diese kleinen Nischen, diese kleinen Ecken, wo die Leute sind, denn da werden wir uns heute aufhalten. Bist du jemand, der sich das zutraut? Gar nicht. Ich bin ja ein Mensch, ich suche das Rampenlicht. Ich bin eigentlich immer nur da, wo die Lampen hinleuchten, nicht da, wo die Lampen stehen. Und deswegen gibt es hier viele tote Winkel, die ich heute das erste Mal sehen werde. Ich freue mich da aber sehr drauf. Aber ihr seid natürlich auch vier Leute, die hier wirklich Erfahrung haben. Also niemand ist weniger als ein Jahr schon bei Rocket Beans TV. Ihr habt in jedem Zimmer schon mal gearbeitet, habt schon mehrere Umstrukturierungen, Umzüge und all das mitverfolgt. Also ihr kennt wirklich jeden Winkel dieses Gebäudes. Marc Lehmann, wie siehst du das? Ist es für dich überhaupt noch eine Herausforderung? Das ist es durchaus, kann ich dir sagen. Ich bin bis heute noch durch die Firma geirrt und habe das perfekte Versteck gesucht. Ob ich es gefunden habe, das wird man später sehen. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber schauen wir mal. Ja, wir sind die beiden Einzigen, die ein kleines Vorgespräch hatten, Marc und ich. Und ich habe schon gehört, dass Marc Lust hat, sage ich mal, in die Fußstapfen einer legendären Persönlichkeit dieses Formats hier zu steigen, nämlich Gunnar Krupp, der natürlich mit Raffinesse und List das letzte Mal Eddie täuschen konnte. Und ich glaube, auch der Marc hat sich was Fieses überlegt, richtig? Oder interpretiert ich diese schmierigen Augen richtig? Doch, es ist was ganz Geniales, Raffiniertes, was ich mir überlegt habe. Da musst du wirklich erstmal drauf kommen. Es ist kein ganz gewöhnliches, langweiliges Versteck auf jeden Fall. Also ich muss ja sagen, alle drei waren ja mal eine Zeit lang in meiner Redaktion. Und boy, immer wenn ich eine richtig doofe Aufgabe hatte, meine Güte, konnten die sich gut verstecken. Also sie waren nicht mehr zu finden dann. Deswegen, das ist schon Versteckkünstler par excellence. Ja, wahrscheinlich, also ich muss mal ganz kurz die Regeln abklären. Alle Gebäude sind erlaubt. Bei uns natürlich 9, 11, 15 sind die magischen Zahlen. Alle unsere Passwörter beinhalten diese Nummern. Da dürft ihr euch überall verstecken. Wir gehen heute nicht in den Keller. Wir gehen nicht in die Regie. Ansonsten ist alles erlaubt. Auch der Garten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das korrekt? Ja. Richtig, ja. Ja, da musst du nicht unbedingt hin. Aber ja, Garten. Okay, gut. Das muss nicht sein. Ist das jetzt das Pokerface oder wie kann ich das? Gut. Ansonsten, hier ist auch nicht erlaubt, denn hier, wir sind ja in der Gaming-Area zu verorten. Hier werden natürlich gleich die Streams aufgerufen, da darfst du also auch nicht schauen, denn da könntest du ja sonst sehen, wo wir sind. Ich hoffe, sonst alle Monitore in der Firma sind aus. Und das ist im Wesentlichen alles, was du wissen musst, ne? Also es ist ja, wir haben ja schon einige Episoden gedreht und auch schon einige Episoden hier bei Rocket Beans in diesen Gefilden, in den Häusern. Ich würde gerne mal von Florentin wissen, hast du denn alle Folgen gesehen? Nein,
Ich kenne natürlich nur ausschnittshalbe hier und da die Highlights. Natürlich, klar, Gunnars List habe ich mitbekommen. Was noch? Fällt aber dir alles noch ein Highlight nur so, alles nur so peripher. Ne? Also ja. Ich bin da eher so im dicken Almanach der Rocket Beans TV-Geschichte unterwegs gewesen. Nicht im VOD selber. Also ich sag mal so, gewisse Tricks können gerne wiederholt werden heute. Ich bin völlig ahnungslos. Okay. Deswegen hat man sich ja mich ausgesucht, einfach um das Ganze mal ein bisschen auszufrischen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum Florentin, warum so guter Sucher? Ich kriege, jeder zweite Kommentar, den ich kriege, ist, warum sind deine Augen so klein? Florentin, warum sind deine Augen so klein? Und was ihr nicht wisst, ist, dadurch, dass sie so klein sind, sind die scharf und fokussiert. Ich sehe Details, Dinge, Bewegungen, die ihr gar nicht seht. Meine Augen sind auf Bewegung aus. Nicht auf Detail oder Weite, sondern auf Bewegung. Und jeder von euch muss atmen. Und darauf baue ich heute. Dass kleinste Bewegungen, kleine Luftströmchen, kleine Staubaufwirbelungen verraten euch schon. Ich atme ab jetzt einfach gar nicht mehr, also von mir wirst du da nichts sehen. Ich habe schon versucht, so ein bisschen an eurem Outfit zu klären, ob jemand vorhat rauszugehen, ob jemand vorhat irgendwie einen Berg zu besteigen oder sich an einem Seil festzuhalten, ob die Hände, kann ich mal ganz kurz irgendwie den Test machen, ist da Magnesium an der Hand? Schau mal, riech mal. Okay, das ist kein Magnesium, nee. Also du planst heute nicht den Überhandstrecker an der Vielleicht habe ich Magnesium noch in der Tasche. Oh, gibt's Magnesium hier? Hast du Magnesium in der Tasche, hast du immer was zu Nasche. Ja. Sagt man ja mal so gerne. Können wir loslegen? Ja. Haben alle ihren Instagram-Handle einmal gesagt? Wenn ihr Johanna jetzt folgen wollt, wo macht ihr das? Ja, lass doch mal bei Johanna anfangen. Genau, ihr könntet. Oh, verzeih. Ihr könntet bei Johanna Action reinfolgen. Da mache ich manchmal ein bisschen Stories und zeige, was ich so mache. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir helft und Florentin von mir abhaltet oder fernhaltet. Cool, danke. Da so? Also mein Kanal, der heißt Lars-Erik Paulsen. Clever. Dem folgst du doch auch, oder? Ja, natürlich, klar. Ich genieße jeden Post. Und bei Andreas haben wir natürlich das gute alte Linkstagramm natürlich. Genau. Das ist das 500. Mal immer noch. Das ist wirklich gut gealtert, muss man an der Stelle sagen. Marc, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich bin natürlich der Maestro, wie man mich kennt, _MOL für Marc Oliver Lehmann, liebe Freunde. Toll. Wunderbar, damit habt ihr alle vier Streams offen, das heißt, ihr könnt heute eure Fliegen sich nutzen, 5 Augen, 5 Screens, ihr seid überall mit live mit dabei. Jetzt habt ihr vier noch die Chance, eure Beine in die Hand zu nehmen und zu flüchten. Das heißt, ihr dürft aber das Versteck nicht wechseln, ne? Das sehe ich richtig. Wenn ihr einmal dort seid, müsst ihr dort bleiben, selbst wenn jetzt die Zuschauer sagen, oh Hilfe, Hilfe, der kommt direkt auf dich zu, darfst du nicht fliehen. Genau so ist es, wir sind dann natürlich auch faire Sportsmänner und Frauen, wir bleiben in dem Versteck, es wird wir wechseln irgendwie die Position und drücken auf den Buzzer, um uns zu befreien. Das geht alles nicht. Aber du wirst natürlich auch nur eine bestimmte Zeit haben, die dir die Regie aufs Ohr geben wird, beziehungsweise auf dein Walkie. Ja. Denn irgendwann haben wir natürlich auch gewonnen, wenn wir dann noch in unserem Versteck sind. Und diese Schmach kannst du dir natürlich eigentlich nicht erlauben, Florentin. Gut, 60 Minuten auf der Uhr, sobald es losgeht. Ihr habt alle schon ein Versteck im Kopf oder versucht jetzt noch spontan zu überlegen? Nee, also das muss man sich vorher überlegen, das wird sonst nichts. Gut, alles klar, dann würde ich sagen, auf die Füße, flinke Füße. Ich zähl jetzt aber, du musst schon richtig zählen. Achso, ich mach die Augen und, okay. Dann machen wir noch mal, du kriegst einen Go aus der Regie, wann du gehen darfst. Und wir gehen nicht in die Werbung, sondern du überbrückst einfach in der Zeit und kriegst aus der Regie ein Go, wenn du lossuchen darfst. Okay, Achtung, ich fange jetzt an zu zählen, auf die Füße und 2000. 1.999, 1.998, 1.997, 1.996, 1.995, 1.994, 1.993, 1.992, 1.991, 1.990, 1.989, 1.988, 1.987, okay, sie sind weg. Sie sind weg, okay. Ich weiß gar nicht, welches Bild wir jetzt sehen, ob wir hier sind gerade, aber ich bin jetzt in der Vorbereitung. Alle laufen, machen sich auf den Weg, ihr habt es schon gesehen, ich bin verbunden mit der Regie, hab hier das Walkie-Talkie. Ich bin, ach so, okay, schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen zur großen Florentin-Will-Überbrückungsshow, während die vier Kontrahenten gerade auf dem Weg sind, durch die ganze Firma. Es freut mich, es ist endlich mal wieder an der Zeit für mich, wirklich schön mit Kamerabegleitung durch die Räume zu streifen. Erinnert mich so ein bisschen an die alte Rocket Beans TV News-Zeit und ganz interessant, da
haben mir später Kolleginnen und Kollegen gesagt, ja, als du immer mit deiner Kamera unterwegs warst, habe ich mich versteckt, weil ich keinen Bock hatte, von diesem aufdringlichen, unlistigen Reporter interviewt zu werden. Und jetzt wird das Ganze nochmal bewahrheitet, denn ich renne wieder mit Kamera durch die Gegend und die Mitarbeiter versuchen, sich von mir zu verstecken. Ich habe natürlich ein paar Geheimtricks. Ja, ich habe ein paar Asse im Ärmel, kein Problem. Ich habe ein paar Ideen und natürlich habe ich mich intensiv auf diese Sendung vorbereitet. Also das war alles nur eine große Scharade, ein großes Rauchfenster, das ich hier aufgemacht habe, denn ich habe natürlich Pläne. Ich kenne aber die Regeln nicht gut genug, dass ich sie brechen kann. Deswegen versuche ich einfach das zu machen, was mir liegt. Ich bin schon mal guter Dinge, dass die hier nicht sich irgendwo hier verstecken dürfen, weil ich dachte zum Beispiel, Marks Idee war, sich einfach hier, während ich es nicht höre, hinterm Vorhang oder so. Ich gucke immer mal so ein bisschen. Und natürlich haben die alle auch unterschiedliche Arbeitsplätze. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn du den ganzen Tag, so wie Johanna zum Beispiel in der Redaktion sitzt, ist man dann da drauf geschärft? Sagt man da vielleicht, die Räume kennt man gut. Da ist, hat man ein gewisses Vertrauen. Da denkt man vielleicht, man hat Ecken, die man kennt, die sonst niemand kennt. Oder geht man ganz woanders hin? Ich weiß es nicht. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Da ich tatsächlich nicht genau weiß, wie viel meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen gefunden haben, die ehemaligen Sucher, weiß ich gar nicht, was so der Standard ist, was so ein bisschen die Schwelle ist, die man überbrücken muss. Ich versuche einfach mein Glück. Es sind 4 an der Zahl. Ich sag mal, 2 wären gut. 2 wären gut. Das ist mein Ziel heute. Ich versuche 2 zu finden. Das sind ja, ja auf jeden Fall große Menschen, die findet man irgendwo. Und natürlich habe ich auch ein paar Tricks auf Lager. Also ich sag mal so, der Feueralarm wird heute mindestens 12-mal erschallen in diesen Räumen. Das ist kein Problem. Also abgeklärt mit der Feuerwehr Hamburg. Von da Grüße gehen raus. Und so, glaube ich, kriege ich die dann auch aus ihren Verstecken hervorgewetzt natürlich. Der Kunstrauch, der Haze ist mit dabei. Natürlich so ein Feuer, das muss ja, überzeugend inszeniert werden. Ansonsten, natürlich, mein Blick ist scharf, das ist klar. Ich habe heute nochmal intensiv meinen Blick geschärft, Karotten, Möhren verzehrt, Vitamin R, Rhodopsin stark. Jetzt natürlich die Nachtstunden, könnte natürlich genutzt werden. Ja, wir haben gehört, der Garten ist offen, ist erlaubt, man darf in den Garten. Das klang jetzt gerade schon so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es ihr interpretiert habt, so ein bisschen mit so einem, oh nee, Garten kannst du dir sparen, oh nee, muss nicht so sein. Gerade Johanna so, die kann das ganz gut Pokerface-mäßig dann so, oh nee, muss, oh, weiß ich gar nicht, darf man überbrennen? Weiß ich gar nicht so. Da werde ich sofort hingehen, weil das war ja sehr suspekt. Da ist natürlich natürliche Nacht angesagt. Also da ist natürlich der Schleier der Dunkelheit auf jeden Fall der beste Freund der Leute, die sich hier verstecken müssen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das sind ja 4 Leute, die viel Zeit hier drin verbringen, jede Ecke kennen, überall unterwegs sind. Marc nochmal woanders. Marc ist natürlich eher so ein handwerklicher Typ. Also der ist natürlich klar in der Werkstatt groß geworden, der ist im Keller, der schleppt die Kästen und so. Der ist da dabei, wohingegen Lars eher so der feinsinnige Typ ist. Ne? Also den haben wir vielleicht in der Bibliothek, im Studierzimmer, im Opernsaal oder sowas. Könnte der sich natürlich verzecken. Andreas natürlich ganz, ganz kritischer Fall. Ja, natürlich kennt hier jede Ecke. Hat natürlich auch selber zum Beispiel den aktuellen abgeschlossenen Studioumbau selber mit in die Wege geleitet. Hat da viel geplant. Das kann natürlich sein, dass jemand, der da so viel Einblicke hatte in die Pläne und Baupläne des neuen Studios, dass man da sagt, ja, mach da mal hinten, hier, da, zwischen den Brettern. Nochmal bitte? Papa Bär an Adlerhorst. Nochmal bitte, wiederholen. Du kannst jetzt los. Alles klar, Copy, los geht's. Okay, los geht's. Wir treffen uns gleich wieder vor der Tür. Da sind wir. Los geht's. Vielen Dank. Dankeschön. Wir sind unterwegs. Wir starten hier im Treppenhaus. Sollen wir direkt mal hier reingehen? Okay, ich weiß, dass Timo die Verstecke kennt. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob er hier schon was hat. Aber wenn wir hier schon mal sind, ich glaube nicht, dass in irgendeiner Weise jemand den alten Trick von Gunnar wiederholen wird. Aber... Ey Leute, ganz kurz, die Sendung muss abgebrochen werden. Wir hatten Internetaussetzer. Also, wir brechen hier die Sendung ab. Ja, okay, noch sind sie scharf, aber die werden weich auch im Laufe des Abends. So, wir gucken mal hier früher. Ich war hier tatsächlich seit Wochen und Monaten nicht mehr. Ansonsten hier, gucken, ist hier irgendwo. Gut, hier ist niemand, das glaube ich, kann man sehen. Ich mache natürlich die alte rechte Handregel. Und gerade so offensichtliche Sachen wie einfach mal unterm Tisch oder sich mal irgendwo eingraben oder irgendwo einnisten oder sowas. Natürlich der gute alte Donny gehört hier natürlich auch hin. Hier sind sogar Löcher in den Wänden. Da macht sich der Pfusch am Bau auch bezahlt, dass man hier gut durchschauen kann. Transparenz natürlich groß geschrieben. Hier, oh, nee, das war dein Licht, glaube ich, dass sich hier irgendwas bewegt hat. Marc?
Oh, sag mal, hier ist eine geheime Tür hier oben. Wo geht's denn hier hin? Da geht's ja noch 3 Stockwerke hoch. Freunde, hier ist gar nichts mehr. Okay. Wir schauen mal. Ansonsten hier natürlich unvergessen die Elbphilharmonie-Szene. Aber ansonsten, hier ist auch niemand, ne? Sind alles 4 sehr ängstliche Gestalten. Also ich glaube, man kann da so an Urängste wie Gebäude stürzt ein oder sowas auch andocken. Nee, da ist doch nichts, oder? Ist hier jemand drin? Andreas? Hä? Bist du da drin? Okay, hier ist niemand. Okay. Nur zur Sicherheit. Ich traue keinem Tisch heute. Keinem einzigen. Niemandem. Johanna? Alles klar, gut. Ich glaube, hier ist niemand. Aber ich habe die Fährte aufgenommen. Ich bin schon da. Okay. Wir arbeiten uns ganz systematisch hier runter. Okay. So. Natürlich, die erste Anlaufstelle, natürlich das Studio. Da wird jetzt natürlich gerade viel gearbeitet für die fantastische morgige Sendung Challenge Accepted. Hey Leute, sorry, die Sendung wird abgebrochen. Wir hatten einen Internetaussetzer. Also, wir können hier aufhören. Na gut. Also hier können wir schon mal ein bisschen Glamour und Sternstaub atmen. Hier natürlich die große Kurve der Stars, wie wir sie nennen, die hier schon aufgebaut ist. Oh, ich bin völlig außer Atem. Nee, ich glaube, hier ist niemand. Oder? Ich glaube, wir können gehen. Dann lass uns mal rüberschauen in die Küche. Hallo? Ist da jemand? Ich habe hier eine große Pizza Fungi. Hallo? Da stand Ihre Adresse drauf. Leute, komm. Wie soll ich denn da reinkommen? Das ist... Entschuldigung, die ist noch warm gerade. Sag mal. Das will ich jetzt sehen, Timo, oder? Oder wenn jetzt hier gleich die ganze Kulisse einstürzt und wir die Sendung noch nicht machen können. Aha! Wen haben wir denn da? Da haben wir doch jemanden! Alter, das sind 10 Minuten! Da ist doch die Ratte! Raus mit dir! Raus mit dir! Versteckt sich hier hinter den Wänden! Oh mein Gott! Keine Chance! Wie bist du hier durchgekommen? Ich zeig dir was, warte! Alter! Aber du hast dich verraten, du warst so laut! Ach. Ich zeig dir, wo ich rauskomme. Okay. Da hinten. Nein! Und yes! Johanna! Fuck, ey! Kommen Sie hier auf die Couch, Johanna! Kommen Sie hin, setzen Sie sich! Scheiße! Setzen Sie hin, Applaus, Applaus, Applaus! Ja, setzen Sie sich erstmal. Schönen guten Abend hier Scheiße. Bei Challenge Accept. Johanna! Jetzt erzählen Sie mal ein bisschen, wie war das? Sie sind jetzt als allererste hier bei Wo sind denn alle rausgeflogen? Wie fühlen Sie sich? Mein Herz schlägt so doll. Es ist wirklich... Oh mein Gott, ich hab das gehört. Ich saß da hinten in der Ecke, ich saß noch auf dem Boden. Ich wusste, wenn du hier reinkommst, muss ich mich bewegen. Wollte ich... Oh Gott. Ruh dich aus, Johanna, du hast eine fantastische Arbeit geleistet. Das sind die Ohren, die Luxohren.
Das sind die Lux. Und jetzt ist hier natürlich die Frage, hat hier jemand noch gekichert die ganze Zeit? Ist hier noch jemand unterwegs? Leute, es tut mir leid, dass ich hier so schnell bin. Das war gar nichts. Nee, ist nichts. Oh. Oh, sorry. Ja, wir sehen uns, ne, Johanna? Viel Spaß noch, Dankeschön. Ich sag mal so, du kannst wieder mitmachen, zweites Leben, wenn du mir sagst, wo Marc ist. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Da brauche ich mehr, Johanna. Alles klar. So, Toiletten sind raus, nehme ich mal an. Das ist auch ein dummes Versteck eigentlich. Ansonsten ist hier wohl niemand mehr, oder? Naja, hier ist so wenig Platz, hier wird sich wahrscheinlich niemand verstecken. Okay. Gut. So, die Küche. Das alte Küchenproblem, wo tatsächlich vor einigen Wochen ganz merkwürdigerweise plötzlich dieser riesige Ofen hier stand. Völlig ohne Sinn und Verstand. Einfach hier, Lars. Ja, da weiß ich nicht, wo die Spülmaschine ist. Kühlschrank. Nee, noch so ein abgelaufener Andreas. Nein, nichts drin. Und hier? Ansonsten, ja, hier ist natürlich abgesperrt, ne? Das ist Schreckschrank. Da wird doch niemand drin sein, oder? Hier wird sich doch niemand drin versteckt haben, oder? Nein. Gut. So, ist hier jemand drin? Ha, Marc? Das ist Arnos Büro. Ich habe noch 10 Minuten, vielleicht 15. Holt mich hier raus. Das ist ein Hilferuf. Okay, hier ist niemand drin. Ruf jemanden an. Arnos Büro. Natürlich, wo zwischen diesen vielen Preisen in diesem Urwald an Ruhm und Glanz könnte hier jemand sein Versteck finden? Aber ich glaube, das sieht nicht gut aus. Natürlich hier die Rezeption, könnte man sich immer auch guten Platz nehmen. Auch so ein Klassiker. Hier ist nichts drin. Regie ist nicht, war ich in meinem Leben noch nie drin. Dann machen wir mal weiter. Ich glaube, hier im Treppenhaus ist eigentlich nicht so viel, wo man sich verstecken könnte, oder? Also hier ist eigentlich gar nichts. Hallo, Andreas? Herr Lynch? Was ist denn das hier eigentlich? Aber da hat hier jemand eine wunderbare Flasche Öl stehen lassen. Gehört jemandem das Öl? Dann nehme ich das mit. Na, da habe ich gerade. Hallo? Das ist die Regie, ne? Wo ich mich selber höre. Gut, das ist nicht der beste Hinweis. Ah, das gute alte Schlauchbüro, herrlich. So, hier ist die Regie, da dürfen wir nicht rein. Kopierer. Dahinter, niemand hier. Oben. Unten. In so einer Kiste drin oder so vielleicht. Könnte man auch mal Sachen. Man könnte natürlich sich selber verschicken mit der Post. Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit. Aber nein. Hier in diesem Büro hier. Natürlich hier Buchhaltung. Keiner von den vier war jemals hier drin. Hat man irgendwie halbwegs eine richtige Rechnung gestellt oder so. Aha. Na gut. Hier ist nichts. Wo sind sie? Ich habe die Werte aufgenommen, ja? Hier ist doch irgendwas drin, oder? Hier ist doch irgendwas drin. Irgendjemand ist doch hier. Wo seid ihr? Ich finde euch überall. Hier ist nichts. Oh. Okay, das ist vielleicht später mal. So, wir waren jetzt hier drin. Einer der merkwürdigsten Räume überall. Niemand drin hier oben, da ist nichts. Alle Regale, ich hoffe, die haben alle nochmal alles aufgeräumt. Wunderbar, kein Problem, hier ist gar nichts. So, oben Elfenbeinturm. Hier ist man vielleicht nicht so oft. Das könnte natürlich für viele eine willkommene Möglichkeit sein. Hey Leute, ganz kurz, die Sendung wird abgebrochen. Wir haben kein Internet mehr. Hey Leute, im Ernst, wir packen's. Feierabend. Nee, im Ernst jetzt, wirklich. Unser Internet ist komplett ausgefallen.
Wen haben wir hier? Auf dem Dach vielleicht? Nee, das ist alles Quatsch. Hier ist niemand. Okay. Ich meine, kommt schon, Leute. Ich meine, kommt schon. Sorry, aber offensichtlicher geht's wirklich nicht. Dieser riesige Koffer hier. Diese riesige Andreas-förmige Koffer hier. Also, Leute, das ist doch wirklich... Moment mal. Ich habe die ganze Zeit mich selbst gesucht. Jetzt, wo ich mich gefunden habe, brauche ich dir eine. Hab ich dich. Leute, wir machen hier Schluss. Ey, Leute, wir haben beschlossen, die Sendung abzubrechen, weil ich einen philosophischen Durchbruch hatte. Im Ernst, wir können gehen. Andreas. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Wo sind die denn? Die kleinen Würmer, wo haben sie sich denn versteckt? Die kleinen süßen Würmchen hier. Was ist das denn? Was ist das? Die versuchen mich abzulenken. Die versuchen mich in den Wahnsinn zu treiben mit irgendwelchen willkürlichen Gegenständen. Hier oben, in dem Gebälk hier irgendwo drin, kann es sein? So. Hallo, hallo, hallo. Das Fenster hier oben, was ist das denn für Zeug hier drin? Nee, da ist nichts, oder? Ich bräuchte eigentlich so einen Stock oder so. Nee, hier oben ist auch nur ein Fenster. Nee, ansonsten glaube ich, ist hier nichts mehr, oder? Nee, dann gehen wir runter. Beste Sätze, die aufeinander folgen. Ist das spannend? Es wird wohl noch dauern. Dann nochmal. Wo sind die denn? Timo, im Ernst, du weißt, wo die sind, ne? Jetzt pass mal auf. Was sagst du eigentlich zu einer wunderbaren, perfekten Kaffeemaschine? Hm? Timo, schau dir mal an. Die könnte heute Abend dir gehören. Ich gieße ja auch lieber selber auf, weißt du? Ja, das kannst du hier wunderbar machen. Weißt du, du kannst mich nicht, ich bin nicht bestechlich, weil sie mir einfach oder, so viel schon geboten haben. Guck mal hier. Das klingt. Ein Vierer-Gläser-Set. Das ist deins. Das fand ich schlecht. Das sind 1,5 Monatsgehälter bei Rocket Beans TV. Ja? Das ist. Ha? Sag mir nur. Sag mir Andreas. Ha? Sag mir nur Andreas. Nur Andreas. Ah, der ist gut. Der ist gut. Nee, hier ist da nix, oder? Warte mal, ich war hier so oft hier oben. Ja, so. Da, Ecke, hinten, Sofa. Nee. Nee. Okay, vielleicht müssen wir echt mehr in die 15. Vielleicht müssen wir echt mehr in die 15. Technik, Werkstatt ist außen vor, ne? Aber Technik nicht unbedingt. Technik nicht unbedingt. Da habe ich heute hier Bella schon so ganz verdächtig sitzen sehen. Ganz verdächtig. So. Wo ist hier das Licht eigentlich? Hey Leute, ganz kurz, wir brechen die Sendung ab, das Internet ist ausgefallen. Nee, sorry, im Ernst, die Sendung ist vorbei. Ja, das ist hier Lauras Kram, Mensch, da kann überall was lauern. Ja, Herr Linksch? Genau, wir bräuchten Sie ganz kurz, in der 11. Es ist dringend. Bitte beeilen Sie sich. Ja, was ist hier drin? Keine Ahnung, da ist irgendein Kürbiskopf oder Quatsch drin. Was ist das denn? Leute. Was ist das? Was soll das denn sein? Oh, ist er hier. Will er hier irgendwo sein? Stell dir vor, du bist Andreas. Denk wie Andreas, fühl wie Andreas. Wo würdest du dich verstecken? Wo würdest du dich verstecken? Wo, in welchem dieser Schränke würdest du dich verstecken? Zu welchem hättest du einen Schlüssel gefälscht? Zu welchem Schrank hättest du Bank bestochen, dass er dir einen Schlüssel gibt? Hm? Hast du dich in diesem Kasten hier versteckt? Marc? Marc? Wir haben die Sendung abgebrochen. Oh Gott! Da haben wir ihn doch!
Guten Morgen. Aha, guten Morgen. Wen haben wir denn da? Also sagen wir so, die Luft wurde knapp, deswegen war es gar nicht so schlecht. Aber du bist gut unterwegs heute. Ich merke schon, du bist Ey, ich hab richtig Bock. Alles klar. Du, ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Ja, danke, ne? Gute Nacht. Sorry, dass wir dich bei dir zu Hause gestört haben. Mach's gut, ne? Keine Chance heute. Regel nie zwei in einem selben Raum. Das macht keiner. So dumm ist niemand. So dumm ist niemand. Okay. Nochmal ganz kurz. Oben, Osama. Ne, 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 ne. Annes Büro. Ne, hier rechts. Da oben unten. Keller nicht hier. Keller haben wir gesagt nicht, ne? Keller haben wir gesagt nicht, aber dann jetzt nicht irgendwie so ein Treppenhaus-Quatsch oder so. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir gar nicht, so ein Treppenhaus-Quatsch. Ne, hier ist niemand. Das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Nee, das machen die nicht. Die sind ehrlich. Das sind ehrliche Jungs und Mädels. So. Oh, ist das, tut das gut. Oh, diese herrliche Nachtluft. Och, ist das schön. Ist das herrlich. Geht auch mal kurz. Aber hier ist niemand, oder? Das ist doch jetzt Unsinn. Kannst du hier mal reinleuchten? Nee, ne? Das ist... Das sieht nicht nach Johanna aus. Ah, die haben wir ja schon. Okay. Weiter geht's. Zur Not müssen wir einfach jemanden bestechen, der es weiß. So. Oh! Das, aber hier im Treppenhaus? Weil hier gibt's, kommt man nicht mehr rein, ne? Ohne Ding. Ist das gut? Nee. Was ist hinter diesem Spanbrett-Ding? Nee, das passt nicht. Okay. Er läuft draußen. Garten. Da hat Johanna... Scheiße, das Licht geht nicht aus. ...so komisch geguckt auf jeden Fall. Okay, Leute. Er kriecht so, wenn man hier jetzt reinkommt, ist da hundertprozentig jemand drin. Scheiße. Okay, hier ist zu. Das ist schon mal clever gemacht. Aber nicht clever genug. Es gibt noch einen Eingang in das Studio. Ja. Werkstatt ist raus, haben wir gesagt. Hey Leute, wir haben die Sendung abgebrochen und das Internet ist weg. Machen Feierabend. Kannst du das auch mal sagen? Es ist sau unglaubwürdig, wenn ich das sage. Wie, du darfst nicht? Vertrag nicht. Geht nicht. Wir machen aus den zwei Gläsern vier, okay? Timo, sei jetzt vernünftig, okay? Komm mal uns nehmen. Timon. Sorry. Wie man nicht besticht. Oh! Klassische Klinkentür. Guten Abend, einmal die Fahrscheine bitte. Das sind so tiefe Reflexe, die man in sich hat. Selbst wenn man versucht, nicht aufzufallen, bei gewissen Sprachmelodien will man immer reagieren. So. So, okay. Ja, hier ist niemand, ne? Hier ist niemand. Hier war ich auch noch nie drin. Was sind das hier für Räume? Das ist Renés Raum, glaube ich, ne? Einmal Fahrkarten, bitte. Wen haben wir noch? Lars, ne? Lars und Marc. Marc ist ein Musiker, Lars ist ein Aquarist. Hier ist zu wenig Platz. Hier ist zu wenig Platz. So, Studio ist jetzt halt die Frage, ne? Es hieß kein Werkstatt, aber da gehört ja das Studio nicht mit dazu, ne? Also das ist ja... hey Leute, die Sendung wird abgebrochen, uns ist das Internet weggebrochen. Marc?
Marc, wir machen Feierabend. Marc, im Ernst, Johanna hat mir gesagt, dass du hier bist. Marc, im Ernst, wir wollen nach Hause gehen. Komm, es ist Wochenende. Marc. Nochmal. Was ist das denn für ein riesiger Haufen Requisiten hier hinten? Was ist das denn hier? Das ist doch nicht... Ich brauche eine Waffe auch. Warum habe ich keine Waffe eigentlich? Das ist so direkt nach dem Startgebiet. Was ist denn das hier eigentlich? Was ist... Ach, das ist Foul and Fit oder was? Ja, geil. Oh. Marc, bist du da drin? Nee, das glaube ich nicht, oder? Ich glaube, sowohl Marc auch als Lars haben so eine ganz natürliche Allergie gegenüber so Sportsachen, glaube ich. Da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Was ist hier, Molton? Was ist hier hinter? Nein. Sorry, ich muss hier nochmal hin, weil da ist wirklich mein Marc-Sinn angesprungen. Dass da irgendwie bei diesem so super auffälligen Haufen Kram. Marc? Was ist denn hier eigentlich los? Nee. Nee, das ist nichts hier, oder? Das ist nichts. Also hier hinten ist ja die Werkstatt. Toilette, ich glaube, wie gesagt, sind auch raus, ne? Hier ist niemand. Hier ist noch mal so ein komischer Schrank. Da ist... Oh! Der komische Schrank! Ja, guten Morgen! Ich kann nicht sehen! Ja, guten Morgen! Ja, kommen Sie mal raus! Ich kann nicht sehen! Haben Sie sich verlaufen? Herr Paulsen! Ja, wir haben uns schon Sorgen gemacht, Herr Paulsen! Ich kann nicht mehr stehen! Wir haben uns Sorgen gemacht! Ja? Haben Sie die Medikamente nicht genommen? Komm, wir bringen Sie nach Hause, ja? Wir bringen ich bin Sie aber nach doch hier. Genau, wir bringen Sie nach Hause. Hallo. Wunderbar. Genau, ja, alles wunderbar. Hast du gewonnen? Ja. Oh. Ich habe gewonnen, wenn du mir sagst, wo Marc ist. Wo ist Marc? Welcher Marc? Marc Lehmann. Marc Lehmann, hä? Hey, Lars. Ohne, hey, ich muss mich hinsetzen. Wo ist Marc Lehmann? Mein Bein. Wo ist Marc Lehmann, Lars? Welcher Marc? Das kann sofort aufhören. Von Rocket Beans? Das kann sofort aufhören. Von Rocket Beans. Jetzt warst du mit. Wo ist Marc? Entertainment? Wo ist Marc? Der von Game 2? Okay. So, du erholst dich mal ein bisschen. Regel, nie zwei Leute im selben Raum. Das heißt, ich glaube, wir sind hier durch. So, dann brauchen wir noch einen Marc. Der Marc. Wo könnte der denn sein? Ey, Marc, wir haben jetzt die Sendung beendet. Das Internet ist weggefallen. Abgebrochen, ach, vergiss es. Marc? Das können zwei Leute im selben Raum sein. Ist das hohl? Nee. Das sieht doch so aus wie eine Note, oder? Das könnte doch... Marc? Wie nah muss ich dran sein, dass es gilt eigentlich? Ist es... Was ist das denn für ein Quatsch hier? Was machen denn die Leute, die hier arbeiten? Ja, jetzt muss ich jede Toilette prüfen, Marc. Na komm, das ist ja auch Quatsch, oder? Also das Lars jetzt wieder hier. Oh, ey, ich glaube, was ich jetzt am dringendsten brauche gerade, ist eine kurze, kleine, kalte Erfrischung. Das muss immer noch sehr leise sein. Okay. Punkt für dich, Marc Lehmann, Punkt für dich. So. Ja, da ist nichts drin. Die gute alte Küche. Wer könnte sich hier verstecken? Wer könnte sich denn auf dem Balkon verstecken? Ansonsten, hier ist niemand drin. Nichts, gar nichts. Schränke, hier, nein, da. Wo ist er? Ich rieche ihn schon, ich spüre ihn schon. Vielleicht hier. In diesem Raum hier. Vielleicht steckt er ja direkt in dieser Bohne drin. Na gut. Nochmal Glück gehabt, Marc. Nochmal Glück gehabt. So. Ja, vielleicht die gute alte Balkontaktik, ne?
Nicht genau draußen, nicht genau drinnen, aber sehr, sehr einsturzgefährdet. Gib mir mal den Scheinwerfer gerade. Hier, jede Ecke gerade. Jede Ecke. Was ist mit dem Dach? Kannst du hier mal leuchten? Marc! Nee. Kannst du so ein großes M in den Nachthimmel werfen? Geht das? Dass wir ihn vielleicht anlocken, wenn er denkt, wir brauchen ihn, um Verbrechen zu bekämpfen? Nee, was ist denn das eigentlich für ein Fenster? Was sind das für Fenster? Kannst du die im Raum zuordnen? Das ist vor den Toiletten. Ich glaube, das sind die Toiletten. Ach so. Wow. Okay. Hier, das ist das Schnittbüro, glaube ich. Schnittbüro. Schnittbüro. So, die Grafik. Da kann man sich natürlich an vielen verschiedenen Orten verstecken, wie zum Beispiel vielleicht in diesem Sofa. Erdbeere. Das ist Marc Lehmann. Das ist Marc Lehmann. Irgendwo hier ist er. Irgendwo hier ist er doch. Vielleicht in diesem Karton. Ah, so viel Arbeit würde er sich nicht machen, oder? Hier hinten. Da hinten irgendwo. Die. Nee, 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 nee. Oder vielleicht hier drin. Komm, jetzt will ich ihn auch haben. Wie viel Zeit haben wir noch? Liegen wir gut in der Zeit? Noch 26 Minuten. Alles klar, over. Gut, naja. Sieht nicht schlecht aus für den lieben Marc. Hey Marc, wir brechen die Sendung ab. Das Internet ist irgendwie abgeschmiert. Marc? Wir wissen, dass du hier bist. Wir haben jetzt gesagt, wir machen Feierabend für heute. Tja. Was würde ich tun, wenn ich Marc wäre? Würde ich mich dann hinter dieser schwarzen Wand verstecken vielleicht? Die so schön schwarz und unauffällig ist. Wo niemand durchschauen kann. Ist er wieder rausgegangen? Warum sind hier. Okay, hier sind viele Decken. Könnte er sich hier eingreifen? Ihr müsst mir helfen, Leute. Ist er rausgegangen? So. Hallo, Lars. Oder vielleicht hinter dieser schwarzen Wand. Die so undurchschaubar ist, so wie Marc selbst. Wann meint er was ernst? Wann nicht? Wer weiß. Oh, fuck, mein Rücken. Man muss eigentlich die Leute erwischen, wenn sie nicht damit rechnen, weil das ist so oft so unbequem, so zu sitzen, dass sie sich nicht regeln. Entschuldigung, haben Sie Marc Lehmann gesehen? Nee? Nee, Marc Lehmann von Erdbeerkäse? Nee? Okay. Danke. Okay, soviel zum Thema Zivilcourage. Okay, alles klar. Es wird langsam eng. Es gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Hier das Spaßbüro. Marc! Vielleicht sollte ich wieder anfangen, Tischen zu vertrauen. Vielleicht war mein Misstrauen fehlgeleitet. Was haben wir denn hier? Guter alter Kabelschrank. Was ist da wohl drin? Ein paar Kabel? Tja, sonst nichts. Kabel. Es ist eng, es ist eng. Wer würde sich denn im lieben, sympathischen kleinen Webstudio verschanzen? Doch wirklich niemand. Eine Frage.
Haben Sie in letzter Zeit vielleicht Marc Lehmann gesehen? Oh, haben Sie nicht gesehen. Das wäre natürlich sehr schade, wenn Sie uns anlügen würden, ne? Das hätte für Sie gewisse Konsequenzen, wenn Sie uns anlügen würden. Na, okay. Können Sie uns vielleicht einen kleinen Tipp geben? Ansonsten wird es ja sehr hässlich, mein Lieber. Oh, da hinten? Na also, geht doch. Dankeschön. Schönen Abend, der Herr. Na, da haben wir doch unseren Informanten. Marc, wir wissen, dass du hier drin bist. Krusty hat's gesagt. Krusty hat gesprochen, hat gesungen, um in deiner Gangstersprache zu bleiben. Oder Musikersprache, je nachdem. Oder Musiker-Gangster oder Gangster... Also, je nachdem halt, wie man's... Ah, das Hängi, das ist zu klein. Aber Dach? Nee. Dach, da dürfen wir doch seit Jahren nicht mehr drauf. Das ist seit Dachdates ist das Einsturz gefährdet. Da darf niemand drauf. Hier? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das geht nicht. Das wäre unfair. Ja, bleibt eigentlich nur noch Antons oder ehemals Antons Büro übrig. Aber das sind halt so diese, da kann man sich nicht gut verstecken hier. Oder? Ich meine, schau dir mal diesen Raum an. In diesem Raum gibt es eigentlich nur ein einziges wirkliches Versteck. Also wirklich nur eins. Was ist das denn? Das habe ich nie gesehen. What? Wusstest du von dieser Tür? Hallo? Ist das schon Bonjour hier? Hallo? Herr Lehmann? Herr Lehmann! Marc ist ein Server geworden! Marc! Kannst du es hören, Marc? Bist du da drin? Marc, ich hol dich da raus, verdammt! Ich hol dich da raus! Er ist in der Cloud! Oh nein! Übrigens, so wird bei Rocket Beans TV werden die Daten gespeichert. Das hier ist alles, was euch und unsere tiefsten Geheimnisse trennt, ist diese kleine Bronzeschiene hier. Aber nein, Fans, hier bei Korn nicht, oder? Wie geht? Alter, wie geht nicht das jetzt hier? Marc? Marc, wir haben... Oh! Das war eine Falle von Anfang an. Er hat mich gekriegt. Marc, ich sehe dich. Marc, ich sehe deine Schulter. Im Ernst, ich kann nicht... Ich habe jetzt keine Lust, hier rauszulaufen. Kannst du... Ich habe dich gesehen, Marc. Verdammt nochmal. Ich wusste es, dass Marc sneaky unterwegs ist heute. Dieser Sieg gehört auch ihm. Da haben wir doch jetzt eigentlich alles gesehen, oder nicht? Das haben wir gesehen. Warte mal. Waren wir in allen Räumen? 9, 11, 15, Spind. Hier waren wir überall. Ist das ein echter Spiegel oder ein Portal? Nee. Der ist doch hier drin, oder nicht? Hier drin. Marc, ich weiß, dass du da drin bist. Marc, ernsthaft. Ich habe dich gefunden und die Sendung wurde abgebrochen, weil unser Internet weg ist. Okay, jetzt muss ich schlauer sein. Wo war ich noch nicht? In der Küche war ich überall. Im Schnittding war ich. Im Grafikbüro war ich. Es kann doch nicht sein. Lass uns nochmal denken. Lass uns wirklich nochmal einmal intensiv denken. Wir haben die 15.
haben hier. Hier gibt's keinen Keller, ne? Mein Keller ist eh verboten. Aber es gibt eh keinen. Nein, er macht nicht den Andreas, oder? Ja, Leute, ihr könnt nicht jetzt nicht alle in so einer. Och, come on. Ihr könnt jetzt nicht alle in so einer dummen Kiste drin sein, oder? Oh, das liegt sogar zu. Das ist sogar da. Nein, der ist nicht hier drin, oder? Ja gut, das ist ja so ein perfektes Versteck. Das ist direkt schon wieder ein dummes Versteck. Ja, da braucht der Komplizen. Mark hat hier ganz wenig Verbündete im Sinn. Nein, aber da hätte die Redaktion angegriffen. Zweimal das exakt selbe Versteck. Außerdem ist das viel zu verrückt hier. Was ist das denn hier für ein Quatsch eigentlich? Marc? Oh Gott, oh, was ist das? Oh. Das ist... Oh Gott, was ist das? Ist das eine... Alter, wenn wir das Leiche hier finden... Jetzt geht das Teil nicht zu, warte mal. Oh Gott, das ist feucht. Oh Gott. Was habe ich hier gefunden? Hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür drin. Es gibt wahrscheinlich einen Zusammenschnitt, wie sich alle... Wo sind denn alle Moderatoren, die so dumm durchzwängen und niemand ist hier drin, oder? Marc? Sag mal, das ist doch ein netter Raum. Warum nutzen wir den denn so selten? Das ist doch ein tipptopp Raum hier. Marc? Oh, Leute, hier ist, Leute, ich bin Stauballergiker, Freunde. Das ist wirklich... Im Namen des Chats könnt ihr vergessen. Ich bin erledigt. So, hier war Lars. Wir hatten zwei. Eine in der 9, eine 11 und eine 15 mehr. Ja, wir haben alle Räume durch. Also es ist jetzt nicht durch Ausschlussverfahren oder so, dass man sagen kann, hier ist irgendjemand noch, muss irgendwo sein. Die Tatsache, dass du auch nicht ganz in den Raum reinkommst, zeigt mir, dass du schon weißt, dass hier niemand drin ist, weil du weißt ja, wo die sind und du willst das ja einfangen, wie die erschrocken gucken, wenn ihnen das Unausweichliche entgegentritt. Ah ja, genau. Garten. Ich habe deinen kleinen Hinweis schon verstanden, im Sinne von, können wir übrigens auch über das Studio rein, ne? Warum sollten wir denn da rein wollen? So, jetzt. Ich hab's nicht... Nee, komm. Also das ist... Nee, das ist mir zu blöd. Also Marc Lehmann, ich bitte dich, das ist mir wirklich... Das ist mir zu blöd. Ey, Marc, wir haben jetzt gesagt, wir brechen die Sendung ab. Das Internet ist irgendwie weg. Keine Jacke an oder so, ne? Kann, aber vielleicht hat er sie sich geholt. Aber so kalt ist es auch nicht. Marc? Bist du... Nein, wird er das machen? Im Kompost begraben? Lebendig im Kompost begraben? Also hier, das ist Komplizenschaft, Freunde, ne? Also wenn er hier drin ist, dann will ich Namen. Alter, das wird was. Marc? Marc?
ich weiß genau, dass selbst wenn ich aktiv an einem Ort nach ihm suche und er ist da, werde ich mich so brutal erschrecken in diesem Szenario hier. Marc? Marc? Habe ich da gerade Steine gehört eigentlich? Marc? Wir haben gesagt, wir brechen die Sendung jetzt ab, wir wollen gehen. Marc, du zögerst gerade alles raus, ernsthaft, das ist jetzt Quatsch. Marc, das ist jetzt echt albern, wie gesagt, die Hälfte ist schon weg, ich bin jetzt noch hier geblieben irgendwie für den Schlüssel. Was war das? Hier hinterm Schrank wird irgendwie nicht sauber gemacht. Was war das? Okay. War da vielleicht jemand in der Mülltonne? Aber das war doch ein Quietschen direkt. Kriegt ihr denn ich werde wahnsinnig. Ich drehe hier wirklich durch. Am Ende mache ich. Ey, wenn ich Marc sehe, ich kann nicht garantieren, dass ich ihn nicht sofort umbringe auch. Oh, wahrscheinlich bin ich komplett kalt einfach, wo ganz anders. Und im Chat alle, ich kann ihn nicht sehen. So kleine Augen und dann sieht er ihn nicht. Die Tonnen, ne? Die Tonnen. Ja, sollen wir jetzt über einen heißen Brei herumreden oder was? Was soll ich jetzt machen? Die Tonnen da alle. Marc? 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 Im Garten anscheinend. Ich höre ihn zumindest. Das klang anders. Nee. Nee, der geht doch hier nicht in so eine fucking Tonne rein, oder? Ach. Marc! Warum hast du das vorhin so gesagt? So, ja, da kann man auch durchs Studio rein. So. Suffisante Arzt. Nee, da kann man auch durchs Studio rein. So. Muss ich jetzt hier nicht zum Trottel machen. So, warum hast du es genau so gesagt, wie du es gesagt hast? Irgendwas, nee, das macht mich jetzt. Du steckst ja mit denen alle unter einer Decke. Das ist ja nicht so, als ob ich das nicht wüsste. Aber würde jetzt Marc und Lars, die können sich gar nicht leiden privat, das kaschieren die sehr gut vor der Kamera, aber die würden niemals sich so lange in so einer Extremsituation vor der Kamera aufhalten. Niemals. Niemals. Haben wir denn jetzt alle Räume durch? Werkstatt haben wir gesagt, ist nicht. Komm, Leute, wir sind eine Produktionsfirma, wir haben lauter diese dummen Kisten, ey, da kann ich jetzt nicht überall reingucken. Danke, Ober. 10 Minuten also. Aber der ist hier nicht. Marc, du bist hier nicht. Marc, mach dir nichts vor. Nee, boah, die Teppiche, Alter, das ist wirklich mein Kryptonit. Als Stauballergiker. Papa Bär an Greifenhorst, hast du einen Tipp für mich? Ober. Nee, gerade nicht, sorry, Ober. Das heißt, wir sind nah. Das heißt, wir sind nah. Okay. Okay. Na dann, Herr Lehmann. Machen wir noch eine zweite Runde. Was ist das für eine Kiste hier? Was ist das für eine Kiste hier? Was ist das für eine... Ohoho! Nee, das ist ganz anders. Okay, nee, dann nicht. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Hier nicht. Da nicht. Hier doch nicht. Mensch, Timo, es ist doch Quatsch. Hier ist doch keiner. Hier ist doch keiner. Marc?
Wir haben gesagt, wir hören jetzt auf. Die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist abgelaufen, du hast gewonnen. Hey! Karin! Leute, was ist denn heute los? Alle sind versteckt. Sollen wir jetzt Karin suchen? Ich meine, ich habe Zeit. Leute, falls ihr jemanden gesucht braucht. Ich finde 3 von 4 Leuten. Nach 10 Minuten. Nach 10 Minuten. Nach 10 Minuten. Ach ja. Ich habe die Fährte verloren. Ich habe die Fährte verloren. Aber wir haben einen Prosama vielleicht noch. Da war wirklich gar nichts. Küche hier. Hof haben wir gesagt, ist raus, ne? Schlauch, Produktion oben. Anus Büro, Regie war auch raus. Weg rein, Schröcks Schrank könnte ein Faktor sein. Schröcks Schrank könnte sein. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Schröck würde niemals Marc Lehmann seinen Code anvertrauen für den Schrank. Niemals. Niemals. Ja, hier war Andreas schon, ne? Das macht Marc nicht. Der hat neue, frische Ideen. Der kopiert nicht. Der hat nur Energie, wirklich. Der ist irgendwie nichts Altes, nur Frisches mit dabei. Die Schränke, ja, wenn das abgesperrt ist, komme ich nicht ran. Hast du in der 15 gut geguckt? Nein, over. Vielleicht ist er in der 15. Okay, alles klar. Frag für Zeit. Krach, over. Verdammt! Das kann nicht sein! Oh, jetzt will ich es aber auch wissen. Das sagt ihr aber schon, wo er ist, ne? Nicht, dass der jetzt sehr ewig versteckt bleibt. Das will ich schon wissen heute Abend. Jetzt wieder im anderen Haus? Er ist im anderen Haus? Aber das kann nicht sein. Was ist das denn? Der kann nirgendwo mehr sein. Ihm wurde gesagt, dass er in der 15 bleiben soll. Studio. Enttäuschend. Ist da oben? Ist da oben noch, wo war denn nochmal das Dach dann eigentlich? Wir haben auf den Balkon geschaut. Ich wusste ja schon, dass er irgendeinen geheimen Trick hat heute. Haben wir noch. Die 15 ist ja nicht so groß. Die ist ja nicht so groß. Und hier ist ja auch einfach nichts. Hier ist ja gar nichts. Nichts ist hier. Vielleicht muss ich sein Lieblingslied singen, dann singt er automatisch mit. I wanna stand with you on a mountain. Er ist gut. Er ist verdammt gut. Runter rauf, da war Lars da. Er muss, ja, nee, du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Wir waren doch wirklich überall. Kein Menschenleib passt doch hier irgendwo mehr hin. Hier war er nicht. Das ist verboten. Das geht nicht. Hier ist nichts. Der zwingt sich doch nicht hier rein. Der zwingt sich doch nicht hier rein. Was ist hier? Was ist hier? Das kann nicht sein. Also wirklich, es gibt keinen Kubikzentimeter mehr, wo er sein kann. Gibt's einfach nicht. Hier bei Simon, nein. Der ist super leer, der Raum. Da geht nichts. Hier ist nichts. Balkon haben wir geguckt. Auf dem Dach irgendwie? Nee. Hängt der da irgendwo?
Hängt der da irgendwie am Balkon? Nein, der hat ganz, ganz schwache Arme. Ganz starke Lippen, aber schwache Arme. Wie lange geht denn die Nummer noch hier? Hat jemand da eine Zeit? Copy, over. Letzte Minute. Die letzte Minute. Ich mache jetzt für die letzte Zeit hier nochmal so einen Spannungsmode an. Nee, das kann nicht sein. Wir waren doch überall hier, das ist albern. Das ist wie wenn ich jetzt die siebte Klasse nochmal machen muss. Das ist doch albern, ich kann das doch alles. Ich kann das doch hier, Integralrechnung. Das kann ich doch schon. Ich muss doch hier nicht mehr hier irgendwie, Herr Hofreiter, das ist doch alles Quatsch. Ich war hier doch schon. Das ist... Marc kann hier nirgendwo sein. Das geht nicht. Aber was kann er denn für einen fiesen Trick angewendet haben? Ich meine, so diesen Trick von Gunnar, so hier ist ja niemand mehr. Hier ist ja niemand mehr. Und hier ist einfach nichts in diesem Raum. Hier ist... Ist er das? Ist das Marc? Das Ding ist durch, wa? Marc? Aber ich bleib hier schon trotzdem noch fest, oder? Er steckt fest! Also es wird ihm wahrscheinlich gezeigt, wie ich hier sitze, oder? Ja. Ja, ja. Meine Damen und Herren, große Siege werden aus Niederlagen geboren. Ich möchte es nochmal sagen. Sie wurden heute Zeuge von einer solchen. Ich habe versagt. Ich konnte Marc Lehmann nicht finden. Er war ein guter Mann. Einer meiner besten Freunde. Aber er ist weg. Er ist weg. Und uns bleibt nur Lars. So, wo ist er jetzt? Marc! Die Box, nee. Die Box. Stehen bleiben. Müssen Sie vielleicht mal? Nein, come on. Er hat Lars geopfert. Marc, die Sendung ist vorbei. Was? Marc? Nein, Marc! Okay. Das ist nicht schlecht. Du hast einfach Lars geopfert. Ja, ist richtig. Du wusstest, dass ich hier nicht weitersuchen werde. Ja, genau. Verdammt, du bist gut. Aber man muss sagen, es war Lars' Idee. Er hat sich geopfert, tatsächlich. So rum war's. Ja, kleines Problem, du kommst da nicht mehr raus, ne? Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, ich würde sagen, wir packen's. Marc-Oliver Lehmann, meine Damen und Herren. Applaus, Applaus, Herzen in den Chat, hat er wirklich gut gemacht. Und ansonsten, ja, das war's. Wo sind denn alle die große Suchsause? Ich würde sagen, ich habe das Versteck an sich ja entdeckt. Also ich habe zwar nur Lars gefunden, das Versteck an sich habe ich gefunden. Und da würde ich sagen, gehe ich heute mit stolzen 3,5 von 4 Punkten heute hier ins Finish. Wir gehen jetzt ganz kurz in die Besprechung. Und da freue ich mich natürlich auf all die tollen Geschichten, die Kandidaten erzählen werden. Wir sehen uns gleich wieder in der Gaming Area, wenn es weitergeht mit der Nachbesprechung von Wo sind denn alle die große Rocket Beans TV Suchsause. Bis gleich. Marc? Wo sind denn alle? Ich bin übrigens der Mann, der diese Stimme spricht in Wo sind denn alle? Wusstet ihr das? Das ist ein absoluter Insider. Nur Background-Infos, die ich hier droppe. Aber ich bin der Mann, der sagt, keiner da. Und hab ich dich. Ja? Und was war das dritte? Ich hab's vergessen. Haben wir nur selten benutzt. Keiner da und... Dich krieg ich auch noch. Ja! Ja, das bin ich. Auch noch. Komm mir vor wie Chatuell Synchronsprecher irgendwie. Ja, der Typ von Wo sind denn alles heute da und Lisa Simpson. Muss ich dich jetzt auch eine Stunde lang interviewen? Oder? Muss zwei Wochen. Wo bist du, mein Marco? Marco Lehmann.
Das war Wo sind denn alle? Der große Versteckspaß. Und wir haben es eben gesehen. Marc Lehmann ist da. Florentin kommt auch. Ja, da wird der Kopf schon geschüttelt. Jetzt geht's um Regelauslegung. Aber man muss auch mal die Niederlage anerkennen. Marc Lehmann, kommst du bitte? Kannst du zu uns kommen? Oder musst du noch Star des Abends. Körperflüssigkeiten loswerden? Florentin, du hast richtig Stoff gegeben. Man hat sofort gemerkt, dieser Mann versteht heute keinen Spaß. Der wird das Ding holen. Du bist der Erste. Suchende, den ich je erlebt habe, der das mal sinnvoll festmacht an seinem Körper. Die anderen haben es immer in der Hand, kriegen die Türen nicht auf, verlieren wertvolle Sekunden. Mhm. Man hat gemerkt, du willst heute Business geben. Du willst unbedingt alle kriegen. Ja, auf jeden Fall. Es hat auch gut funktioniert irgendwie. Johanna, ich glaube, das war ein bisschen unglücklich. Ich habe dich gehört. Ich weiß. Ich glaube, hätte ich dich nicht gehört, keine Chance der Welt. Vielleicht, ich hätte wahrscheinlich meinen Kopf da unten durchgesteckt und mal längs geguckt, aber nie im Leben um die Ecke. Und nie, ich dachte, du bist auf dem Weg um die Ecke und dann war der Fußboden hat geknarrt und ich dachte so, ich habe mir bei der Vorbesprechung schon gedacht, weil du gesagt hast, ja, ich bin klein, ich bin wendig, ich passe überall rein, dass ich bei dir wirklich in die Ritze gucken muss. Hey. Wirklich in die Ecke. Hey. Marc, stark, Marc, stark. Gut gemacht, Marc, ey, wirklich. Du warst ein würdiger Gegner und ich habe ehrenvoll verloren. Marc. Schön gemacht, auch wenn man ja eigentlich anscheinend Lars gratulieren muss zu diesem fantastischen Masterplan. Wie kam das zustande? Den Masterplan? Weißt du, was Florentin will? Auf diesen Abend habe ich gewartet, um es dir endlich mal heimzuzahlen. Ich wusste ganz genau, wenn du mich siehst in so einem halbgaren Versteck, dann wirst du nur denken, was für ein Trottel. Denkt er wirklich, ich schaue nicht in diesen Schrank rein? Und dann wirst du dich ergötzen darüber, dass ich so blöd und dämlich bin. Und was ist dann, hä? Was ist dann, Florentin Will? Ja, klar, ich bin ja so ein bisschen davon ausgegangen, Toiletten irgendwie sind so ein bisschen out of bounds, aber okay, gut, als ich die dann gefunden habe, dachte ich, okay, gut, und dann, nee, aber habt ihr schön gemacht, auf jeden Fall, im Leben hätte ich da nicht nochmal reingeguckt, ich glaube, ich hätte jeder nochmal allen Mollton abgegriffen und überall, aber das war einfach... Na, man muss, das war ja High Risk, ne, also entweder du hast halt sofort zwei Punkte und damit wäre das Spiel vorbei gewesen, weil wir waren ja die beiden Letzten. Oder du wirst ihn niemals finden und Gott sei Dank. Marc, du hast aber auch wirklich, genau so war's, ich meine, der junge Mann hat eine Stauballergie und hat es trotzdem geschafft. Wow, ey, Applaus, wirklich, Herzen. Leute, ich hatte dich in der Nase, ich habe dich gerochen, ich konnte die 15 nicht guten Gewissens verlassen, aber irgendwie hat es dann doch nicht gereicht, so, aber ja. Mich würde ja mal einfach ein bisschen interessieren, was Marc Lehmann sagt, so, jetzt reden wir so viel über ihn, aber ich meine, der Mann ist ja noch da. Ja, das war eine schöne Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich ein komisches Gefühl. Du sitzt hier als Sieger dieser Show, aber man muss es wirklich sagen, es war Lars Masterplan. Das Versteck sogar von Johanna, glaube ich, letztendlich der Tipp, wo man die Nummer konkret durchziehen könnte, oder? Ich glaube, Schrank in dem Klo war deine Idee. Also letztendlich habe ich hier 5% Anteil an diesem Ding, aber suhle mich natürlich trotzdem gerne drin. Ich habe nur gedacht tatsächlich die ganze Zeit mit diesen Insta-Streams, weil ich ja nie auf Instagram live gehe. Ich bin ja jetzt nicht so der regelmäßige Nutzer. Jetzt gehe ich einmal live und ich dachte mir, die Leute gucken rein. Ich sitze da so mit dem Molto. Er kommt, glaube ich. Er kommt. Ja, nein. Und ich habe 15 Mal gesagt, nochmal für die, die neu zugeschaltet haben. Es ist ein Mutter, Spiel. Ja. Mutter, mir geht's gut. Also wirklich, das war meine größte Sorge. Also mir geht's gut, Leute. Macht mir euch wurde keine gesagt, Sorgen. Ich sehe aus wie der Riddler im neuen Bett. Batman da mit schlechtem Licht. Lars hat eben was gesagt, das fand ich auch bemerkenswert. Das ist der Grund, warum wir das nicht alle zwei Wochen machen. Du kannst es eigentlich nur noch mit einer List gewinnen. Auch im Vorfeld, man ist so alle Verstecke abgegangen, dachte, ja, da saß schon Budi im Dachboden, da im Regie 2 war Krogi im Schrank drin und man will natürlich auch nicht so Sachen replizieren. Ich hatte kurz mit einem Kollegen gesprochen, ob man in diese Bitburger Sitzsäcke reingeht. Zum Glück habe ich es nicht gemacht, wie mir zugetragen wurde. Also man will ja auch immer irgendwie was Originelles und was Neues irgendwie schaffen, aber es ist halt nicht so leicht, weil die richtig guten Sachen natürlich schon gemacht wurden. Man kann eigentlich nur noch cleverer sein als der Sucher und das war heute natürlich auch schwer. Ja, danke schön. Nee, aber auch ich glaube, auch Johanna hätte ich nie gefunden, wenn sie da nicht die Maus gemacht hätte und nochmal rumgeflitzt wäre. Das schade, aber ansonsten, ja, hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich habe die Firma noch nie so erlebt. Ich habe noch nie all diese Ecken und Ritzen gesehen. Es ist erstaunlich, wie viel Fläche dann doch da ist. Hast du vielleicht auch so Ecken gefunden, wo du sagst, oh, da will ich in Zukunft mal häufiger hin? Auf jeden Fall, dieser versteckte Serverraum bei Anton fand ich gut. Und da unter der Treppe, dieses kleine Kabuff, glaube ich, da mache ich mein eigenes Studio auf. Das ist und auch mein da, Ding. Da saß Simon schon. In dem Serverraum war ich das letzte Mal in einem Affenkostüm. Hatte nichts mit der Sendung zu tun, aber ich saß da so. Man hat halt super viel schon gemacht. Also wir müssen dringend neue Studioflächen erwerben.
einfach zum Wohle dieses Formats. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Boah, ich bin aber auch fertig, ey. Also wirklich diese Stunde Anspannung, dieses durch die Gegend rennen und dann will ich nochmal überall reingucken, auch nochmal 4 Tonnen Staub eingeatmet und all das. Also, toll gemacht. Dankeschön. Ja, ja, nein, da freue ich mich gar nicht stark. Ich werde mich jetzt erstmal Badewanne und dann, aber hat Spaß gemacht und ja. Lasst euch pausen. Die List des heutigen Abends. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe dich unterschätzt. Dein Plan ist voll aufgegangen. Ich habe dich gesehen. Ich dachte mir, was für ein erbärmlicher Wicht. Genau so. Also wirklich, wie ist er da gelandet von einem der angesehensten Journalisten des Landes, dann in dieser unredlichen Position da in der Toilette. Ja. Aber es hat, deine List ist völlig aufgegangen. Du kannst mich spielen wie ein Klavier. Top 20 der jungen Journalisten 2013. Ja, gut, alles da. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und natürlich, falls ihr euch gedacht habt, Mensch, das sind ja tolle Orte, das ist ja wahnsinnig viel Aufwand, die hier reinstecken, dann begünstigt das Ganze doch natürlich. Der Rocket Beans Supporters Club hat die Türen wieder geöffnet. Ihr könnt diese ganze Fläche hier unterstützen, dieses ganze Material, das angeschafft wurde. Irgendjemand muss das auch abbezahlen. Und das seid ihr. Und ansonsten, falls ihr auch noch sehen wollt, was aus diesen tollen Studios denn überhaupt produziert wird, dann schaltet morgen ein. Ja. Morgen natürlich Challenge Accepted. Oh. Das große, fantastische Format. Wir haben tatsächlich den Ersatzmoderator hier, weil der eigentliche bessere Moderator keine Zeit hat. Das stimmt. Heute lag ich noch 20 Minuten in der Kiste. Morgen sitze ich 4 Stunden auf der Couch. Das ist mein Wochenende auf RocketBeans.tv. Euer ist hoffentlich auch. Wir begrüßen euch morgen wieder. Haut rein, macht's gut. Schönen Abend. Ciao. Wo sind denn alle?